Ich heiße Patrick. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin zum Jugendcoaching gekommen durch meine Eltern, die mir da ein bisschen meine Mutter, die mir geholfen hat. Und ja, von 2018 bis 2020. Es war mein Ziel dabei, dass man mal eine Tagesstruktur findet. Das erste Anschluss war die Ausbildungszentrum Dorothea, sprich eine Gärtnerei. Ja, das hat sich jetzt, wie du merkst wahrscheinlich, mein Verhalten hat sich gebessert. Gibt es da konkrete Ideen, was du beruflich einmal machen möchtest? ÖBB, also sprich in einer Verkehrsabteilung oder in einer Rezeption oder im Hotel oder öffentlicher Verkehr. Also mir ist so in Erinnerung gefallen, dass wir gut miteinander zusammenpassen und dass die Kommunikation sehr gut war. Ich heiße Bushra Rahmani. Ich bin 18 Jahre alt. Warum ich ins Jugendcoach gekommen bin, war der Grund, weil ich nicht weiter wusste, wohin es mit mir geht, welche Schule oder was meine Ziele sind. Als ich in der Mittelschule war, kam ich durch meine Lehrerin zum Jugendcoach und da habe ich mich angemeldet. Was ich und mein Jugendcoach gemacht haben, wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht. Wie wir das genauer gemacht haben, durch Recherchen. Mein Jugendcoach hat mir ein paar Schulen vorgeschlagen, die wir uns gemeinsam angeschaut haben. Das Passende habe ich für mich herausgesucht und mich entschieden, da anzumelden. Es gab meine Zeit, da war ich 4 Monate zu Hause, da ich mit der Schule aufgehört hatte. Da hat mich mein Jugendcoach motiviert und wir haben uns ein paar Schulen zusammen angeschaut. Und ja, zurzeit bin ich in der Schule und zufrieden. Ich bin der Emre, bin 24 Jahre alt. Ich bin zum Jugendcoaching gekommen. Durch BVL Rosasgasse. Ich habe mich entschieden, zum Jugendcoaching zu gehen, dass ich mir eine Arbeitsstelle finde. Ich war beim Jugendcoaching insgesamt 3 Jahre. Mich hat die Jugendcoaching unterstützt durch wie man sich beim Telefon bewirbt, wie man eine Bewerbung schreibt, wie man sich vorstellt und was man achten muss bei einem Vorstellungsgespräch. Ich habe mein Ziel erreicht, dass ich mir eine Arbeitsstelle gefunden habe. Ich tue Verpacken für Wald und Wiese, für Endzeug tue ich Verpacken, ich tue Kerzen drehen, ich tue Papier schröpfen. Das Beste war beim Jugendcoaching, dass man zusammen wie zwei Personen gut miteinander reden könnten und das Vertrauen. Mein Name ist Jenny Ivanova. Ich bin 19 Jahre alt. Zahnarztfachassistentin habe ich gewählt, weil dieser Beruf interessiert mich schon seit langer Zeit. Mein WUK-Arbeitsassistent hat mich beim Bewerbungsschicken unterstützt. Vorbereitungen für Vorstellungsgespräche, wie zum Beispiel Unterlagen vorbereiten für Bewerbungsgespräch. Wir haben auch gemeinsam mit AMS gearbeitet. Mein Arbeitsassistent hat mich beim Anmeldung für Berufsschule unterstützt. Das Beste an der Arbeitsassistent ist, wenn man Unterstützung braucht oder Hilfe, mein Arbeitsassistent meldet sich sofort. Das finde ich sehr gut.